Heute sind wir hier hinten gefahren für einen Campingspot. Wunderschöner Ort. Und über Nacht sind wir hier hinten. Freunde, das ist die Aussicht. Wir haben jetzt vorher gerade das Foto gesehen. Das sieht mega schön aus. Das passt super auf Instagram. Mit der ganzen Aussicht und dem Morgen und so. Mega schön. Die Realität ist aber, dass wir heute aufgestanden sind und die Kleinen mal zuerst nach Essen geschrien haben und einfach ja, einmal los und aufgestanden. Das war ein harter Start gewesen. Dann der Grosse hat etwa eine halbe Stunde lang rumgekräht und einen Meltdown gehabt, weil er ein iPad nicht hat dürfen. Das hat echt an den Kräften zehrt. Also Steffi und ich sind dann beide eine Zeit lang Geduld gehabt, aber irgendwann ist das auch fertig gewesen. Ja, es ist einfach, wir sind einfach beide schnell am Anschlag gelaufen und vor allem ich. Das ist unintensiv. Nachher ist es zum Morgen machen gegangen, dann hat es natürlich auch klar schon angefangen zu essen, wenn irgendwo etwas angestellt, hast du gerade einen reingefingert und das Zeug gemacht und nicht können warten und nichts. Und mega kräftezehrend und mega demotivierend auch und so ein bisschen Anschiss. Und eben. Meistens sehen wir das natürlich nicht, meistens filmen wir das auch nicht, weil wir ganz ehrlich halt einfach auch keine Lust haben oder nicht in der Stimmung sind, um die Kamera an das Gesicht zu haben, wenn so Situationen sind. Es ist schwierig, auch diesen Teil der Familie zu zeigen. Und ich glaube, jede Familie hat das. Aber die wenigsten tun das filmen oder können das filmen, auch genau aus dem Grund. Es ist einfach nicht lässig, ist, zum zeigen, dass zu der Situation von heute Morgen. Wir sind einmal an einem wunderschönen Ort, es ist eine wunderschöne Aussicht, das Wetter ist herrlich. Aber die Stimmung heute Morgen war einfach scheiße gewesen. Und das gibt es halt einfach echt auch. Es ist nicht immer alles happy clappy Instagram. Es ist halt einfach Leben. Es ist die Realität. Jetzt 5 Uhr am Abend. Wir haben heute einen wunderschönen sonnigen Tag gehabt. Aber jetzt gehen wir glaube ich rein. Jetzt hat es angefangen zu hageln und jetzt regnet es. Und es ist glaube ich richtig Gewitter jetzt im Garten.
Strassenverhältnisse sind eigentlich unhühner matschig und unhühner schlammig. Und wir gehen eigentlich alles nur den queren Weg ab, weil wir rutschen einfach von Fahrerinnen zu Fahrerinnen seitwärts. Und ich hoffe, dass die nicht tiefer werden, sonst irgendwann können wir mit der Bodenfreiheit das Problem über. Aber es macht viel Spass. Wir gehen jetzt auf BDR. BDR ist eigentlich eine Route zusammengestellt von TÜV-Fans. Alles hinten rum, durchs Hinterland, quer durch die USA durch. Und wir machen jetzt den Teil von Utah. Und der führt uns auch so oder so an die Sachen an, die wir sehen wollen. Der Hauptunterschied ist, es sind hauptsächlich Gravel, Backcountry Roads, nichts irgendwie gross Highway. Einfach auf die Straße hin und her fahren. Da freuen wir uns jetzt sehr drauf. Die BDR die fängt jetzt auf dem Hocker oben an. Wir haben jetzt übernachtet auf 1800 Meter. Da haben wir einen See. Und jetzt fahren wir hier schnell ein bisschen den Hocker auf, auf 2500 Meter. An den Start. Unterwegs auf der BDR, auf der Backcountry Road, und ich würde sagen, das trifft es ziemlich genau. Einfach mitten aus nirgendwo. Mega schön! Die da vorne haben jetzt gerade eine Panne und wir ziehen sie jetzt auf Woodruff. Wir fahren ja so oder so dort her. So, der Marco liegt wieder mal unter einem weißen Auto, aber das Mal ist es nicht unser. Sie haben jetzt aus dem Wald raus abgeschleppt zu ihren nach Hause. Es sind etwa 39 km mit Abschleppen. Das längste, was ich je gemacht habe.
Und wo wir da waren, haben wir angefangen, habe ich ihn angeboten, um das Auto zu flicken. Und das haben wir jetzt auch gemacht. Und jetzt funktioniert wieder alles soweit. Jetzt sind wir 3 Tage da gewesen. Und morgen geht es weiter. Wieder auf der BDR Richtung Süden. Es war noch cool gewesen. Sie sind Mormonen. Und für uns war das sehr spannend gewesen, um mal ein bisschen mit ihnen austauschen.